Hallo und einen schönen Kodomo no Hi. Hier ist deine Manuela von japanischlernen.at und genau um das geht es heute, um den Kodomo no Hi, den Tag des Kindes. Hier ist mein Co-Kommentator heute, das ist der Kintaro, das ist es gleich hier auf dem Kanji. Ja, das da ist das Zeichen für Kin, für Gold. Ja, und der Kintaro ist ein ganz, ganz starker Junge. Aber zu dem kommen wir später. Er ist einer Repräsentant von den Dekorationsgegenständen oder Personen auch, die heute wichtig sind. Ich habe hier mal ein bisschen was mitgebracht für Dekorationsmäßiges. Ich habe da einige Sachen, kommen direkt aus Japan. So, sieht man das jetzt gut? Genau. Also wir sehen hier oben eine Samurai-Statue, eine Yoroi. Also nicht die Statue eigentlich, sondern eigentlich nur die Rüstung. Und oben den Helm, den Kabuto. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Kabuto von Naruto. Ja. Kabuto ist übrigens auch ein Insekt, also Kabutomushi. Das ist der Hirschkäfer. Genau. Ja, wir sehen dann hier auch noch diese Fische. Genau, das sind die Koi Nobori. Koi sind die Goldfische, die japanischen. Und Nobori heißt aufsteigen. Ja, sie steigen am Himmel auf. Und sie repräsentieren die japanische Familie. Den Vater, die Mutter, das Kind. Und je nachdem, wie viele Kinder es gibt, sind auch natürlich mehrere kleinere Kinder oder kleinere Karpfen, Koi, abgebildet. Genau. Ja, und da unten sehen wir auch nochmal den Kintaro. Ja, also ganz wichtig hier. Der Kintaro, eben weil er genau das verkörpert, was Eltern oder was halt so das Idealbild oder das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Also es ist stark sein. Und der Kintaro ist nicht nur stark, sondern auch sehr freundlich. Also auch das ist wieder sehr wichtig hier. Und in der Geschichte vom Kintaro geht es darum, wie er groß wird, wie er heranwächst und wie er sogar Freundschaft schließt mit einem Bären. Ja, den ringt er zuerst nieder und der Bär gibt dann auf. Also so kann man auch Freunde machen angeblich, zumindest in Japan. Ja. Genau. Ja. Also Kodomo no Hi, Tag des Kindes, und ursprünglich war es ja der Tag der Knaben. Es gibt aber noch eine längere, weiter zurückliegende Geschichte. Das verrate ich dir aber jetzt noch nicht. Und Rezept für Kashiwa-Mochi. Kashiwa-Mochi ist eine spezielle Mochi-Art, die eingewickelt ist in einem Eichenblatt und die man eben zum Kodomo no Hi isst. Ich habe ein spezielles Paket für dich vorbereitet, wo du das Rezept dafür findest, also wie du das Kashiwa-Mochi selbst herstellen kannst, was du alles brauchst dafür. Dort inkludiert eben auch noch die ganz speziellen Hintergrundinformationen, auch noch Vokabeln, japanische Vokabeln dazu natürlich und eben die Geschichte vom Kintaro ganz genau erklärt von den Vokabeln und von der Grammatik. Aber ich möchte trotzdem, dass du die Geschichte zumindest dir anhören kannst, damit du auch ungefähr weißt, auf welchem Niveau das Ganze ist. Es ist nicht für komplette Anfänger, aber es ist jetzt nicht extrem schwierig. Es sind ein paar grammatikalische Dinge drinnen, die du vielleicht noch nicht gelernt hast, aber hör dir das Ganze einfach mal an. So, wo haben wir die Geschichte? Hier. Gut. Kintaro. Mukashi no ohanashi desu. Ashigara yama ni genki na otoko no ko ga umare mashita. Namae o Kintaro to iimashita. Jyokute yasashii ko ni naru no desu. Okaasan ga akai maekake to masakari o kuremashita. Kintaro wa mainichi makiwari no o tetsudai o shimasu. 一緒に遊ぼう。遊びましょう。うさぎや、きつね、鹿に、リスが来ました。いいよ。金太郎は動物たちとすっかり仲良くなりました。そこへとても大きなクマがやってきました。クマ殿、勝負だ。金太郎とクマは相撲を始めました。すごいな。はっけおい。残った。金太郎も熊も強くて、一歩も譲りません。頑張れ!とうとう金太郎が熊を、えいやっと投げ飛ばしました。参った!熊殿、一緒に遊ぼうよ。大きな熊も友達になりました。ある日、金太郎は、まさかりを担いで、熊に乗り、動物たちと繰り広い、あ、え、
出かけました。ところが、困ったことに、谷間の橋が壊れて渡れません。僕に任せて。金太郎は大きな木を両手で押しました。ぐーぐー、ドカーン。木が倒れて、丸太の橋ができました。すごい。ありがとう、日本一強くて優しい金太郎。みんな大喜びで橋を渡りました。そして、お腹いっぱい栗を食べてるのです。おしまい。終わり。Gut, wie viel hast du verstanden von der Geschichte? Es sind von der Grammatik her einige nicht mehr ganz so einfache Dinge dabei. Wahrscheinlich werden auch einige Vokabeln dabei gewesen sein, die du vielleicht noch nicht so gehört hast. Das ist natürlich jetzt auch ein Märchen, deshalb kommen auch Wörter vor, die man im alltäglichen Gespräch nicht so hört. Es sind auch Wörter vom Sumo drinnen. Ja, einige Tiernamen. Ja, wenn du gerne liest, und mit mir einen kurzen Japanisch-Lernausflug gemeinsam mit dem Kodomo no Hi machen möchtest, dann freue ich mich, wenn du das Kurspaket kaufst. Gibt's noch heute und morgen, also noch schnell zuschlagen. Und ja, es gibt noch eine kleine Überraschung auch dazu, eine kleine Bastelanleitung für etwas, das du für den Kodomo no Hi auch brauchen kannst. Ich habe da auch noch andere Sachen da. Da. Zum Aufhängen, das ist eigentlich für die Schule gekauft. Aber nachdem wir jetzt Unterricht nur mehr online haben, gibt's das so nur mehr hier bei uns. Ja, wenn du Fragen hast, einfach posten. Und ich wünsche noch einen schönen Kodomo no Hi. Matane, deine Mail von Japanisch lernen. Japanisch lernen. Japanisch lernen. Und übrigens, vielen Dank für die Kommentare vom gestrigen Video vom Star Wars Day. Mein Sohn war sehr begeistert. Also sein Traum ist, er will YouTuber werden. Ne? Schauen wir mal. Gut, dann matane.